Dann salutiamo quindi dottoressa Isabel Zintel und Herrn Rainer Nagel. Herzlich willkommen. Ja, wir werden heute Abend auf Deutsch sprechen, vornehmlich, und ich werde hin und wieder auf Italienisch übersetzen. Wir haben ein vornehmlich deutsches Publikum, aber natürlich wollen wir das Italienische nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ein Buonasera in Italiano, quindi. E come sempre farò un riassunto in Italiano. Wir wollen heute über vertikale Freiräume sprechen. Es war in der Einleitung schon angekündigt worden, vor allem mit Dr. Isabel Zintel, promoviert in Urbanistik, und unsere Stipendiatin, wir haben es schon gehört, 3 Monate, noch 2 Tage. Du warst jetzt hier von April bis Ende Juni, und Herrn Rainer Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Toll, dass Sie nach Ihrem Sitzungsmarathon heute mit Ihrem Vorstand auch noch hier diskutieren wollen über vertikale Freiräume. Und toll, dass wir den Artist Talk, den wir regelmäßig machen hier, um die Projekte und die Werkstattberichte der Künstlerinnen und Künstler, die im Haus sind, dass wir das mal in diesem Kreis tun können. Und vielleicht wird es ja eine neue Tradition, Herr Nagel. Würde mich freuen. Quindi, ja, komme ich gerne. Alle 2 Wochen. So viel Architektinnen haben wir noch nicht, aber vielleicht können wir das noch, wir können weiter daran arbeiten. Also wir haben hier Architekturstipendien, und bewerben kann man sich bei der Kulturstiftung der Länder immer zum 15. Januar für das Folgejahr. Quindi facciamo a questo punto anche la pubblicità per le nostre borse di studio per gli architetti. Parliamo oggi con Isabel, qualcuno di voi l'ha già vista in questi ultimi mesi, il nostro borsista architetto di Berlino, che ha fatto un dottorato appunto in urbanistica, di cui oggi parliamo, e che sarà nostro ospite ancora qualche giorno, perché è stato qui da aprile fino alla fine di giugno, e con il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Baukultur e signor Naga, come dicevo adesso, sono tanti anni che vengono ogni 2 anni, oggi hanno tenuto anche la loro riunione interna proprio qui a Palazzo Barbarigo nella terrazza. Sono felice che a fine giornata si dedica a noi, e chissà, magari anche da ora in poi più spesso. Bevor wir jetzt hier in medias res gehen, steige ich gleich ein mit einer Frage, denn ich möchte Sie natürlich auch biografisch einführen, aber vielleicht reden wir mal, worum es eigentlich geht. Meine erste Frage wäre an Sie beide, unabhängig voneinander: Was ist denn für Sie der perfekte vertikale Freiraum? Isabel Zintel, la prima domanda fin da subito, prima di passare anche alla presentazione biografica. Qual è per voi, per te Isabel, il perfetto spazio libero verticale? Große Frage. Ich glaube, hier in diesem Kontext ist es vor allem die Terrasse dort draußen, auf der Sie heute alle schon waren. Ich glaube, da pflichten mir alle bei. Und insgesamt, nach vielen, vielen Jahren, als dass ich mich mit hier vertikalen Freiräumen beschäftige, sehr schwer zu sagen. Vor allem hat sich meine Arbeit auch weiterentwickelt, darum wird es heute auch gehen, mir zu einer Sichtweise auf Raum. Und ja, ich glaube, es zeigt sich dann im Laufe des Vortrages oder unseres Gespräches. Mit der Antwort bin ich natürlich sehr zufrieden, weil es ist natürlich auch für mich der perfekte vertikale Freiraum, wenn man hier arbeitet. Quindi la domanda e risposta, devo ammettere, mi aspettavo questa risposta, perché certamente Isabel ci dice che lo spazio perfetto è la terrazza, che rappresenta questa stessa uno spazio verticale libero qui a Venezia. Ci dice che comunque in generale, proprio occupandosi di questa tematica, ha un po' cambiato il suo focus sempre più verso gli spazi liberi propri, e ne parleremo magari anche nell'arco della serata. Jetzt soll ich, das war italienisch angekündigt. Ne? Ja, vielen Dank für die Schrecksekunde. Vielen Dank für die Schrecksekunde. Und dann konnte ich nochmal kurz drüber nachdenken. Also ich habe jetzt nicht ganz konkreten Raum, oder hätte ich schon, aber eigentlich geht es um die Attribute, würde ich auch so sehen. Offenheit, Weite, Freiheit, das steckt ja auch in dem Thema Freiraum drin. Und natürlich ist es auch die Terrasse, finde ich auch, wenn man rausgeht, boah, der Freiraum, die Freiheit. Es ist aber auch ein Gründerzeitzimmer, in dem ich mich wohler fühle als bei einer niedrigen Decke von 2,50 oder 2,40, oder es gibt ja sogar 2,30 Wohnräume. Und es ist auch dieser Raum, in dem wir sitzen. Vor 10 Jahren oder 12, weiß ich nicht mehr genau, 10, war ich das erste Mal hier, und da war diese Veranstaltung beispielsweise über Kopf bestuhlt. Dann stand die
Leinwand da und das Publikum saß in langen Reihen. Das waren die gleichen Raumproportionen und trotzdem hat man das nicht so als vertikaler Freiraum empfunden. Jetzt ist es so, wir sitzen hier gemütlich sozusagen über die breite Seite möbliert. Es ist weit offen und plötzlich ist es dann auch hoch, aber angenehm hoch. In generale, Schnagel dice che per lui sono più gli attributi che contano, quindi sicuramente l'ampiezza, l'apertura, ma anche la libertà che rappresenta e caratterizza uno spazio verticale aperto. Però guardandosi attorno, stava guardando proprio osservando questo spazio in cui ci troviamo, il portico del Palazzo Barberi della Terrazza, perché quando è venuto per la prima volta 10-12 anni fa, noi già facevamo gli eventi qui, però con un'altra direzione, rivolti verso la facciata vetrata, verso il campo e quindi in un'altra direzione. Cambiando l'assesto, portando il centro della sala in mezzo, cambia la percezione, cambia, come dice Sionaga, sicuramente anche la percezione dello spazio, che appunto sembra più alto. Vielen Dank. Isabel, du hast Landschaftsarchitektur und Stadtplanung in Weinstephan sowie Architektur an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert und in Landschaftsarchitektur, wir haben es schon gehört, an der TU München promoviert. Deine Arbeit liegt im Salotto auf dem Flügel aus, schwergewichtig. Wer möchte, kann das mal durchblättern. Wir haben es ausgedruckt. Und zu deinem Thema, wir haben es schon gehört, wollen wir uns heute austauschen, nämlich vertikale Freiräume, das Thema deiner Dissertation. Ich lese es kurz vor, vertikale Freiräume. Untersuchung, Definition und Charakterisierung einer Klasse von Freiräumen als Ausgangspunkt für eine neue Sichtweise auf den Raum. Isabella ha studiato Architettura del Paesaggio e Pianificazione Urbana a Weihenstephan e Architettura all'Accademia di Belle Arti di Stoccarda. Recentemente, abbiamo già sentito, ha conseguito il dottorato in Architettura del Paesaggio all'Università di Tecnica di Monaco, di Baviera, sul tema che discutiamo, ovvero spazi liberi verticali, indagine, definizione e caratterizzazione di una classe di spazi aperti come punto di partenza per un nuovo modo di vedere lo spazio. Über Stipendien, so habe ich gelesen, der Akademie Schloss Solitude und der Akademie der Künste in Berlin hast du seit 2016 eine diskursive Arbeitsweise entwickelt und schaffst einen interdisziplinären Austausch über Workshops, Entwurf, Publikationen, Ausstellungen, Denk- und Erfahrungsräume. Und in diesem Kontext konnten auch wir hier in Venedig partizipieren, denn du hast auch im Austausch mit Mitstipendiatinnen und dem Team Ende Mai das Projekt La Tavola, kollektive Freiräume, umgesetzt, von dem du später berichten wirst. Dal 2016, Isabel, appunto, sviluppa un modo di lavorare discorsivo, creando scambi interdisciplinari attraverso workshop, design, pubblicazione e mostre, spazi di pensiero ed esperienza, e proprio qui a Palazzo abbiamo partecipato con un suo progetto del quale poi ci parla, si intitolava, cito, La Tavola, spazi liberi collettivi. Rainer Nagel ist Vorstandsvorsitzender, das haben wir schon gehört, Architekt und Stadtplaner. Zuvor waren Sie Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, haben die Bereiche Stadtentwicklung, Stadt- und Freiraumplanung seit 2005. Seit 1986 haben Sie in verschiedenen Funktionen auf Bezirks- und Senatsebene für die Stadt Hamburg gearbeitet, zuletzt ab 1998 in der Geschäftsleitung der Hafen City Hamburg. Sie sind Lehrbeauftragter an der TU Berlin im Bereich Urban Design und Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung und außerordentliches Mitglied des BDA-Bund Deutscher Architekten. Rainer Nagel, il presidente, l'abbiamo già sentito, del Consiglio di Amministrazione Architetto e Urbanista. In precedenza è stato capo del Dipartimento per lo Sviluppo Urbano del Senato di Berlino per i settori dello sviluppo urbano, della pianificazione urbana degli spazi aperti dal 2005. Prima ancora ha lavorato ad Amburgo, tra cui anche per la Hafen City, è docente presso la Technische Universität di Berlino nel campo della progettazione urbana, membro dell'Accademia tedesca per la pianificazione urbana regionale e membro dell'Associazione degli Architetti Tedeschi. Herzlichen Dank. Also, aus berufenem Munde werden wir heute über vertikale Freiräume diskutieren und wir wollen sprechen über ein Projekt, das du 2019, Isabel, zusammen mit Simon Wahlers an der TU in München zum Thema Freiraum vertikal denken gebracht hast. Wir haben hier den ersten Slide. Warte, ich komme ran. Okay. Ja. Wir haben das Buch auch ausliegen. Es wurde schon für unsere Bibliothek mitgebracht und wir legen es auch nachher aus. Parliamo oggi quindi partendo da un progetto che risale al 2019. Pensare lo spazio libero in modo verticale del 2019.
Wir haben einige Beispiele nur ausgesucht. Ich habe dieses Projekt vor allem im Kontext einer Ausstellung von der Akademie der Künste in Berlin gemacht, weil ich dort Stipendiatin war. Ja, geht so? Ja. Und wir haben uns intensiv erstmal grundsätzlich mit der Frage auseinandergesetzt, was ist eigentlich Vertikalität? Ja, ich habe mich als Landschaftsarchitektin primär sehr viel mit dem Horizontalen beschäftigt und was Freiräume eigentlich sind. Und im Zuge meiner Promotion kam dann eben die große Frage, was ist eigentlich Vertikalität? Und das ging dann wirklich ins Übergeordnete. Und wir haben eine Ausschreibung gemacht, also wir haben sehr viele verschiedene Menschen gefragt, was verstehen Sie unter Vertikalität? Und haben eben unterschiedliche Einsendungen bekommen, unter anderem auch von Eugen Gomringer. Und es war für mich und für uns als Team sehr interessant, eben zu sehen, wie verschiedene Personen über Vertikalität denken und sinnieren. Und gerade Eugen Gomringer hat geschrieben, dass er den Halt in der Horizontalen und in der Vertikalen findet, dass diese Elemente, die Vertikale vor allem, aber auch immer etwas Trennendes hat. Und wir sind dann weiter und haben dann angefangen, das Ganze in den räumlichen Kontext zu übertragen. Und das sind dann auch mit die Herzstücke meiner Promotion. Angelehnt an den Nolli-Plan von Giovanni Battista Nolli habe ich eine vertikale Sichtweise auf den Freiraum entwickelt, weil wir als Landschaftsarchitekten, aber auch in der Stadtplanung ganz viel horizontal über die Stadt nachdenken und ich mir immer verschiedene Potenziale angeschaut habe als Landschaftsarchitektin, die ein dringendes Bedürfnis hatte, auch Architektur zu studieren, weil ich eben an der Wand nicht aufhören wollte zu denken und zu entwerfen. Und habe eben diese invasive Sichtweise auf Raum entwickelt. Das ist jetzt hier der Bosco Verticale in Mailand, um dann mal wirklich zu analysieren in einer ehrlichen Darstellung, wie viel von diesen Räumen ist eigentlich Freiraum, vertikaler Freiraum. Und das Potenzial, was durch diese Sichtweise entsteht, ja, also als ich dann angefangen habe, mich auch mehr von den Projekten zu lösen, ist, dass man anfängt, auch in der vertikalen Architekturen vom Freiraum heraus zu denken. Das war dann mit, ja, das werde ich hier jetzt schon stoppen, sonst kommen wir nicht weiter. Geh doch bitte noch einmal zurück, denn ich versuche natürlich auch immer wenigstens eine schnelle, kurze Zusammenfassung zu machen. Vediamo appunto i risultati di questo progetto che poi è stato stampato, dove nell'ambito di una borsa di studio all'Accademia di Belle Arti aveva fatto un bando Isabel, chiedendo vari personaggi, ma anche del mondo, in questo caso, del design, oppure anche il noto scrittore Eugen Gomringer, qual è il loro pensiero dello spazio libero, per poi arrivare al proprio pensiero, in questo caso, architettonico, che diversamente di quanto lei diceva, studiando paesaggistica, ovviamente si occupava dell'orizzontale, mentre adesso voleva andare verso la verticale. Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Sie jetzt mit einbinden darf, Herr Nagel, zu der Idee, den Nolli-Plan, der aus dem 18. Jahrhundert stammt, den Sie sicher kennen, dem berühmten Plan, in dem Rom anders dargestellt wird, nämlich mit dem Fokus auf die Freiräume und nicht auf die Gebäude. Erkennen Sie das wieder in dieser Darstellung? Ja, finde ich eine super Idee und einen guten Ansatz. Der Nolli-Plan hat ja gar nicht auf Raum, sondern auf Fläche fokussiert, nämlich Erdgeschossfläche, ist aber für uns strukturell sehr, sehr wichtig. Aber Raum wird es ja erst durch die dritte Dimension und das jetzt quasi über die Gebäude, über die Vertikale nochmal abzutragen, ist extrem gut und auch realistisch. Also wir hatten vor zwei Wochen eine Veranstaltung, wo Christoph Ingenhofen nochmal berichtet hat aus Bauvorhaben, die er in Singapur realisiert. Vielleicht ein sehr weiter Sprung. Sie haben ja Ihr Projekt noch gar nicht richtig vorgestellt. Aber da wird beispielsweise der Freiraum inzwischen bei jedem Gebäude erwartet und zwar zu 125 bis 150%. Das heißt, wenn man einen Standort bebaut, muss man 125% Freiraum liefern. Wie kann man das machen? Nur indem man Schubladen bildet und die Vertikale dazu holt und das Dach, die Schublade, den Einschub, das Gebäude quasi vertikal begrünt. Wobei der Bosco Verticale ist nochmal ein besonderes Thema. Das ist ja hoch installiert und vielleicht jetzt einen kleinen Übersprung. 1.500 € im Monat Wohngeld nur für die Pflege des Grüns pro Wohnung. Und die große Frage der Nachhaltigkeit. Und nachhaltig ist natürlich auch noch eine Frage. Ja. Wasserverbrauchs. Ja. Also das ist so ein Symbolprojekt, aber das muss man natürlich auch beachten. Ne? Avete sentito, siamo velocissimi perché qua saltiamo da un argomento all'altro. E chiaramente
il signor Nagel osservava questa elaborazione di Isabel che porta e trasporta in qualche maniera il pensiero della pianta del Nolni, magari la conoscete del 700, tardo 700, della pianta di Roma che fa un focus più sullo spazio libero che non sulla parte edificata. E Isabel con questo suo progetto lo trasporta nella verticale, dice che è una cosa assolutamente notevole, indispensabile, e anzi cita di una presentazione che ha assistito poco fa dove un collega raccontava che a Singapore adesso qualsiasi progetto per le edificazioni richiede una programmazione di un minimo di 125-150% di spazio libero da integrare nel progetto completo. Quindi sicuramente una svolta epocale nel pensare architettura, sicher eine epochale Wende auch Architektur zu denken und den Freiraum mitzudenken. E certamente non poteva non citare quello che qui vediamo, ed è il bosco verticale. Adesso sorridevamo perché certamente è un progetto simbolo dove appunto il verde è stato costruito all'interno del palazzo e dove appunto ha un costo enorme perché per ogni appartamento all'interno di questo grande edificio a Milano bisogna calcolare un 1.500 euro ad appartamento solo per la cura del verde, notevole. Ich würde auch gar noch zu dem Projekt dazu sagen, also es wird immer ein bisschen Witze darüber gemacht, dass ich den Hochbau der Landschaftsarchitektur machen würde. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich mir bei diesen Projekten mich immer frage, warum, also da fehlt oft auch diese vegetative, konzeptionelle Haltung, weil bei diesen, also das wurde natürlich alles getestet, damit dann die Äste nicht runterfallen und alles wunderbar, aber es sind dort Pflanzen verwendet worden, wie zum Beispiel eine Steineiche, die eine sehr, sehr alte, also ein sehr, sehr hohes Alter erreichen kann, und Bäume haben eben ja diese vierte Dimension, sie wachsen, sie werden größer und die Architektur verhält sich wiederum genau gegenteilig und wird ja zum Renovierungsfall. Und es ist so wichtig, dass man auch diese ganzen Konzepte, die wir in der Landschaftsarchitektur haben, in diese Bereiche, in die Vertikale, ja, einfach in die Vertikale überträgt und anfängt. Und es ist völlig logisch, wir finden uns ja 11:55, es ist nicht 11:55, sondern wir müssen dringend über Nachhaltigkeit sprechen und Bauwende und so weiter, dass man anfängt, eben Gebäude auch vom Freiraum heraus zu denken, weil dadurch sehr, sehr viel Potenzial möglich wird, erstmal diese Räume zu erkennen und sie auch entsprechend zu qualifizieren. Decisamente un appello della dottoressa Zintel di pensare qualsiasi spazio a partire dallo spazio libero, semplicemente perché diceva che proprio anche per una questione di sostenibilità e tutela del clima non si può scindere da questo. Sie sind einverstanden, wenn Sie hier nicht einhaken, nehme ich an. Ja, ich kann auch einhaken und sagen, aber da kommen wir vielleicht noch zu, dass das nicht unbedingt alles gestapeltes Grün sein muss. Also vertikales Grün oder vertikaler Freiraum kann auch damit zusammenhängen, dass man offenen Boden hat. Dann kann ein Baum hochwachsen und der bildet natürlich eine Raumkulisse und beschattet Flächen, was sehr wichtig wird in Zukunft. Es wird gerade eine EU-Richtlinie, Ökologie-Richtlinie erarbeitet, wonach alle Städte in Deutschland, in Europa, also natürlich auch Venedig, 5% Zuwachs im Bereich großkroniger Bäume haben müssen und mindestens 10% ihrer Stadtfläche des öffentlichen Raums beschattet sein müssen. Das würde dazu führen, dass wir eine grüne Kulisse kriegen, da wo vielleicht noch keine ist, also große Bäume. Und große Bäume brauchen Boden und brauchen am besten offenen Boden nach unten. Also es könnte sogar eine Überlegung sein, verzichte auf die Tiefgarage, dann hast du dieses vertikale Grün. Eben. Un appello in questo caso del signor Nagel per un problema che noi a Venezia non lo conosciamo, di rinunciare in realtà al proprio parcheggio e bensì usufruire dello spazio profondo, quello appunto per lo più destinato ai garage, per poter piantare alberi nella città, certamente, perché secondo lui non dobbiamo solo pensare a quel verde che viene
incastrato all'interno dell'architettura, ma quel verde che si può piantare all'interno di un'architettura. Se per esempio pensiamo che in un cortile venga piantato un albero, sicuramente crescendo donerà ombra, una cosa indispensabile. Giustamente, essendo del campo, ricorda anche che attualmente è stata deliberata una linea guida della Comunità Europea che prevede un aumento del 5% fino a 5% per l'impianto di alberi con corone grosse, quindi alberi molto importanti in grado appunto di donare l'ombra, e un 10% di parte umbrata. Adesso stavo pensando come facciamo a Venezia. Ich glaube, wir haben gar keine andere Chance, als unseren vertikalen Freiraum zu dem zurückzuführen, der einmal war, nämlich ein hängender Garten. Ich glaube, dazu gibt es einige Untersuchungen im 17. Jahrhundert. Wäre dann vielleicht mal ein Vorstoß. A Venezia, giustamente, è un po' più difficile di dire togliamo i garage, ci mettiamo gli alberi, e stavo pensando che forse dovremmo pensare e valutare come anche in questa terrazza aumentiamo la parte verde, decisamente. Und über meine Arbeit bin ich von diesen ganz konkreten Bauten, also wie zum Beispiel der MFO-Park in Zürich, den Sie vielleicht kennen, bin ich immer mehr dazu gekommen, dass, wenn man gerade den Blick in die Geschichte wendet, dass dieses Thema sehr, sehr alt ist und dass diese Unterscheidung zwischen Innen- und Außenraum, wie wir sie ganz geläufig vor allem im deutschsprachigen Raum haben, mit dem Schließen der Fenster und jetzt noch irgendwie noch ein Meter Styropor davor, dass man das auch in Frage stellen darf und als etwas Prozesshaftes verstehen. Also ein Gebäude kann zu einem Freiraum werden und ein Freiraum zu einem Gebäude. Das haben wir sehr, sehr oft. Und das ist für mich so, wenn man die Geschichte anschaut, das ist wirklich ein junges Phänomen. Und ich denke, in der Zukunft ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese freiräumlichen Potenziale erkennen und dass wir sie sehen, ja, um sie heben zu können, um damit entsprechend umgehen zu können. Ja. Sicuramente appunto. Abbiamo anche esposto un suo saggio dove ricorda come nell'antichità già non si distingueva tra lo spazio libero e lo spazio edificato, lo troverete sempre sul pianoforte, e dice che appunto nella storia una volta c'erano spazi liberi che diventavano spazi edificati e viceversa, che questa interscambiabilità sarebbe forse anche un modello per il futuro. Ich habe mir gerade erlaubt, auf Italienisch zu sagen, wobei das gar nicht so sinnführend ist, weil wir den Beitrag nur auf Deutsch hier haben, dass wir genau dazu einen aktuellen Aufsatz von dir ausgelegt haben, wo es genau darum geht, nämlich in der Geschichte zu schauen, und ich habe mich das vorhin eingelesen, unter anderem, wie das in Kolosseum war über die Jahrhunderte, wie Architektur zu Freiraum wird und Freiraum wieder zu Architektur. Also Lektüre-Empfehlung. Ja. Wollen wir mal weitergehen? Ich schaue mit Sorge auf die Zeit, weil ich möchte unbedingt auf deine Tavola kommen. Ja, hier geht es einmal also um dein Ausstellungsprojekt. Das war auch Teil dieses Buches. Und was ich damit gemacht habe, ist, also ich arbeite auch im Raum, und dass oft sehr wenige Elemente, wie zum Beispiel das Steigen auf eine Leiter, diesen Perspektivwechsel auch ermöglicht. Aber wir gehen jetzt, würde ich sagen, direkt nach Venedig. Nach Venedig. Wir sind doch hier in Venedig, ja. Quello che abbiamo visto prima, appunto, la scala, era uno degli elementi che. Gehst du noch einmal kurz zurück, damit ich das auf Italienisch kurz nachreichen kann? Era uno degli elementi, diciamo, performativi che Isabel aveva integrato nella sua mostra a Monaco, appunto, mettendo per i visitatori una cosa molto semplice, una scala, permettendo così ai visitatori di cambiare visuale e di vivere questo spazio anche in verticale. Venedig. Venedig, ok. Ja, im Zuge hier in der Stadt, die so direkt vom Klimawandel auch bedroht ist, kann man fast gar sagen, ja, eigentlich schon direkt bedroht, habe ich mich hier mit diesem Freiraum dort draußen beschäftigt. Und für mich war ein ganz großer Wendepunkt in meiner Arbeit als Architektin, als ich Mutter geworden bin, bin ich erstmal auf so ganz grundsätzliche Themen aufmerksam geworden. Erstmal, dass viele Frauen und Mütter die Architektur verlassen, weil die Arbeitsbedingungen nicht passen. Und ich habe eben auch gemerkt, dass diese Frage nach Zukunft nochmal einen viel, viel größeren Druck für mich bekommt. Und viele Frauen um mich herum bekommen wirklich in der Entscheidung keine Kinder mehr. Und das ist für mich so ganz, ganz, ganz grundlegend, weil sie die Prognosen ernst nehmen. Und deshalb war für mich immer klar, dass die Bauwende nicht nur bedeuten kann, dass wir anders bauen und dass wir andere Materialien verwenden und dass wir umnutzen, sondern dass wir auch dringend über diese Themen sprechen müssen. Und was ich gemacht habe im Kontext mit
anderen Frauen aus der Architektur ist, dass wir uns mit Sinn und Sinnlichkeit beschäftigt haben, weil wenn man dieses Thema mal wirklich zu Ende denkt, dann brauchen wir eben einen ganz großen Paradigmenwechsel und das stellt dann die Frage, was ist die Essenz, ja? Was ist diese Essenz, worauf können wir uns besinnen? Und was wir gemacht haben, ist, dass wir hier zum Realtopmarkt gegangen sind, um uns diesen sinnlichen Themen, also von der Hand in den Mund und vom Kopf wieder in die Hand, also von dieser Loslösung des rein Theoretischen zuzuwenden. Und haben dann diese fast gar Installationen gemacht auf der Terrasse und haben dann dort ganz bewusst das thematisiert, welche Veränderungen wir brauchen in der Architektur und in den planenden Professionen. Und ja, auch eben die Frage nach Zukunft und das im Kontext von Sinn und Sinnlichkeit. Und ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort, in dem man das machen kann als Venedig. Das ist auch wieder die nächste Vorlage für die nächste Sitzung der Baukultur, würde ich sagen, oder? Schauen Sie mal diesen wunderbar gedeckten Tisch. Ja, nicht nur für die nächste Sitzung, auch für den morgigen Tag, denn der morgige Tag steht ja unter dem Stichwort Learning City. Und tatsächlich ist ja die Stadt als Lebensraum prägend. Das sind nicht nur die Gebäude, das sind auch die Kulturtechniken. Das sind die Möglichkeiten, die Stadt bietet, an uns quasi sinnlich auch zu erfassen. Sie sagten eben, Hand und Kopf spielen zusammen. Und das sind genau die Ebenen, die wir morgen in dem Symposium Venedig, aber auch europäische Städte als Learning Cities ansprechen wollen, weil da eine Handlungsebene für die Baukultur im wahrsten Sinne des Wortes vorhanden ist. Un brevissimo riassunto, ma tanto credo che le immagini abbiano parlato per sé e abbiamo visto adesso quello che Isabel di concreto ha voluto fare in questi mesi, che era qui, dicendo che appunto ha fatto questo invito insieme ad altri colleghi architetto, perché ha detto diventare madre per lei è stato un cambiamento radicale di prospettiva verso l'architettura, ma non solo verso la professione, perché giustamente dice che tante donne rinunciano al proprio lavoro all'interno del mondo architettonico perché o dell'edilizia, della Baukultur, perché le condizioni per le madri non sono le migliori, ma non solo, ha avuto modo di confrontarsi con altre donne che hanno deciso di non diventare madri, prendendo sul serio quello che sono le prognosi per il cambio climatico. Di fronte a queste vere, reali paure, ha voluto contrastare, tornando a quello che il senso e la sensibilità per l'essere, creando una giornata insieme, sono andati al mercato di Rialto, hanno voluto dedicarsi una giornata intera alla percezione fisica, olfattiva in questo caso, e gustosa della città di Venezia. Mi sembra che sia finita in serata, Abend. Ich bin jetzt noch bei der Übersetzung deines Teils, Isabel. Ich glaube, ihr habt ein bisschen die Abend schon hier zusammengesessen und habt die Stadt auf euch wirken lassen. Das kann man natürlich in dieser Terrasse auch ganz besonders gut. Il signor Nagel ha preso in pieno questo spunto della dottoressa Zintel, perché ha detto non è altro di quello che vogliamo fare nella giornata domani, perché domani ci dedichiamo proprio al tema delle città che imparano o anche le città che insegnano, e in parte domani sarà argomento di discussione, ma ci saranno anche alcuni workshop nel pomeriggio e abbiamo l'occasione di fare un giro con la dottoressa Korsch, che è storica, giusto? Ich bin jetzt schon dabei, ihr Programm für morgen vorwegzunehmen auf Italienisch. Das können Sie gleich im Deutschen nochmal nachreichen. Also wir haben die Möglichkeit, nachmittags einer Stadttour, per esempio un tour pomeridiano, per percepire, per poter godersi la storia della città. Aber jetzt, wenn Sie es erzählen, dann übersetze ich es zurück, was Sie morgen vorhaben. Ja, also ich will jetzt gar nicht Werbung für morgen machen, ich will jetzt tatsächlich nochmal auf dieses Thema eingehen. Sie sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt ein bisschen von dem Landschaftsarchitektur, also Freiraum als grüner Raum, auf Offenheit, Weite, vertikale Weite zu sprechen gekommen. Und da möchte ich nochmal auf einen Sachverhalt aufmerksam machen, der vielleicht in Venedig besonders ist. Also Sie haben ja zu Recht gesagt, ich habe in Berlin gearbeitet, wir hatten die Hälfte der Stadt, also 445 Quadratkilometer Freiraum, also öffentliche Räume, die in der Regel keinen Deckel über uns hatten, also Himmel. Der Himmel über Berlin, Wim Wenders, ist da so eine Metapher. Das war Thema beim Tempelhofer Feld, der Freiraumgestaltung beim Gleisdreieckpark und so weiter. Also das sagt mir schon was.
Aber 2/3 der psychologischen Bedeutung des Freiraums, der über einem ist, geht auch vom Boden aus. Und wenn Sie jetzt von der Terrasse runtergucken, dann haben Sie das Wasser. Das Wasser spiegelt nicht nur Stimmung, sondern auch Licht, Tiefe, eigentlich den Himmel. Das heißt, Sie haben einen doppelten Freiraum, nach unten im Wasser und nach oben im Himmel. Haben Sie das Wasser auch als Freiraum, vertikales Freiraumelement untersucht? Ich habe mich vor allem intensiv mit Brücken beschäftigt. Brücken, das passt ja. Das passt in diesem Kontext ja sehr gut. Ja, wenn man erstmal anfängt, sich grundsätzlich damit zu beschäftigen, fallen einem verschiedene Aspekte auf, wie zum Beispiel, dass Brücken vertikale Freiräume sind und wie man damit umgeht und wie man dann oben und unten schafft. Und das haben wir hier sehr auch oft, dass man auf dieser Terrasse steht oder nach unten blickt und dann schauen die Menschen aus dem Vaporetto hoch und denken sich, oh, was ist denn das für eine Person? Also, dass man auch auf sozialer Ebene ein Oben und Unten schafft, zum Beispiel mit Brücken und wie man mit Räumen umgeht, ja, ein Oben und ein Unten und dass diese Räume unten auch oft eine ganz interessante Qualität haben und dass diese Räume genutzt werden. Also das war auch ein ganz großer Teil von meiner Arbeit. Und Wasser in dem Kontext, ja, sehr, sehr wertvoll, also um uns herum, offensichtlich. Vollkommen richtig. Vielleicht könnten wir Wasserpflanzen pflanzen, Herr Nagel. Ja, das haben wir sogar gemacht als Ausgleichsflächen, sozusagen Damen. Kann man auch machen. Also man kann in die Tiefe, das Wasser ist ja, ich weiß nicht, wer Schwimmer ist unter Ihnen. Es gibt viele Schwimmer, die haben extrem Angst vor tiefem Wasser, weil sie nicht daran glauben, dass das Wasser den Schwimmer vor, was weiß ich, 1500 Meter Tiefe hält. Hält es aber. Haben sie ein mulmiges Gefühl. Und das ist auch im Grunde eine vertikale Richtung da nach unten. Ne? Also der Bezugspunkt ist der Boden. Das ist, glaube ich, eindeutig. Und da muss man gucken, dass das in der Relation gut passt. Und vielleicht nochmal ein architektonisches Element. Wir haben in der Hafen City zum Beispiel alle uferbegrenzenden Wände dosiert, also leicht geknickt, sodass der Blick nach oben offen ist und keinesfalls geschlossen. Das ist ein psychologisches Element. Und dennoch, ein Lichtschacht ist keine vertikale Freiheit. Und ein Line-Projekt, das 500 Meter Lichtschächte macht, die 200 Meter breit sind, ist eine Bedrohung. Und ist keine Freiheit und kein vertikaler Freiraum, der akzeptabel ist. Ich muss jetzt hier einhaken, weil wir haben, glaube ich, das italienische Publikum gerade abgehängt. Und ich merke aber auch, wir gehen hier dermaßen ins Fachliche. Ich glaube, das ist besser, wir lassen das für morgen und heben das für morgen auf und gehen jetzt dann uns anschauen, wie der Himmel im Wasser sich spiegelt von der Terrasse aus. Quindi scusatemi, un brevissimo riassunto in italiano, perché nel frattempo vi ho perso. Il signor Nagel ha voluto non fare la pubblicità di domani, che io invece ho voluto fare. Studiatevi bene il programma, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Bensì ha voluto chiedere alla signora Zinten se si era fino adesso occupato della questione come in particolare a Venezia lo specchio si specchia il cielo nell'acqua che ci circonda e in quanto proprio anche l'elemento dell'acqua fu un argomento che aveva trattato nella sua tesi dottorato. In effetti siamo perfettamente tornati con questo all'inizio, all'introduzione della dottoressa Lieberman perché si occupa dell'acqua ma in particolar modo esaminando i ponti. Fa piacere che a fine dell'ultimo evento con la dottoressa Lieberman torniamo proprio con i ponti. Però entrando in tutte queste discussioni così architettoniche rimandiamo alla giornata di studi di domani e andiamo a vederci come il cielo si specchia nell'acqua e invitandovi per un aperitivo in terrazza. Sie verzeihen mir, dass ich jetzt Ihre Fachgespräche so brutal unterbreche und auf morgen verweise und Ihnen herzlichen Dank für Ihre Dankeschön. Vielen Impulse und wir zur Wasserbetrachtung und zum Super, Empfang und übergehen. Zum herzlichen Dank für die Einladung. Stehen. Vielen, vielen Dank. Danke.